Hey, 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 Kids! Kennt ihr das auch? Sommerferien? Aber irgendwie ist gar nichts los. Kein Bock mehr auf Onkel Buds ollen sommerlichen Ritt- und Schwitz-Ponymelkhof? Haben Mami und Papi kein Geld, weil sie faul, dumm und süchtig nach Klebstoff sind? Dann kommt jetzt die Rettung! Onkel Kreis, Supi-Dupi, Funny-Wanny-Sommercamp! Ja, ihr habt richtig gehört, euch erwarten wahnsinnig tolle Aktivitäten wie schiebt den Arm bis zum Ellenbogen in ein unbekanntes, warmes, schwitziges Loch und findet das Kaninchen. Fandet ihr Seilspringen schon immer voll cool? Jetzt neu! Peitschenspringen! Hüpft und arbeitet immer schneller und härter im Takt der Peitsche unseres lustigen Campleisters Mr. Erasmus Long Dingle Dongle! Haha, was ein Spaß. Und für die kleinen Wilden unter euch, der schnellste Munitionsstopfer bekommt als Preis eine extra Portion Kleie mit knusprigem Überraschungsinhalt. Aber das bleibt natürlich alles unser Geheimnis, sonst wird euer lieber Onkelkreis ganz dolle traurig. Onkelkreis Supi-Dupi Funny Wanny Sommercamp. Laut nordkoreanischem Gesetz können Arbeitslager mit mehr als einem 95%igen Kinderanteil als Feriencamp beworben werden. Was? Wer bist du, Agent Smith? Ey, ich habe gerade im Agententraining mein ganzes Geld verloren. Jetzt habe ich nur eine Pistole. Moment mal, du kennst dich mit nordkoreanischen Gesetzen aus? Ja, natürlich. Ich habe das studiert. Du hast jetzt ein Kinderlager wegen deiner komischen Klebstoffproduktion. Nein, das Kinderarbeitslager. Alter. Okay, ich meine mal hier den Schießstand. Was ist das hier? Ist das überhaupt Zombie-Modus? Ich meine Schießstand, Agentenkammer, Schleck und Beck. Ich habe mein ganzes Geld hier verloren in der Shooting Range. Alles verzockt. Ja, alles süchtig, verzockt, Kinder. Direkt ja, verzockt süchtig. Die Kohle. Alter, heute hat Kreis gesagt, zeige ich euch meine Karte, die so krass ist, dass wir sie im Early Access nur spielen dürfen, weil sie einfach viel zu heftig ist. Ja, die ist noch nicht mal fertig, die Karte. Und wir dürfen sie spielen. Naja, eigentlich darf sie jeder spielen. Eigentlich darf sie jeder spielen. Es klingt irgendwie besser, wenn die sagen, wir dürfen sie spielen. Berkeley Lane? Oder Berkeley Lane. Hitman. Ist das die Alter, der Mann macht Geld. Ey, ich kann mich hier eigentlich richtig schön hochfressen. Weil guck mal, hier drüben kannst du es immer wieder machen, ne? Ah ne, einmal darf ich noch. Einmal. Ja, ja, einmal darfst du noch. Aber bringt dir im Endeffekt nichts, weil du immer wieder nur auf 1000 kommst. Ja, aber die Karte ist richtig krass. Also wir starten hier in dieser Halle. Wir können uns irgendwelche Waffen aussuchen. Naja, wenn wir den Vertrag nicht erfüllen, dann weißt du schon aber, dass dein Schlongdong abgehackt wird, ne? Nee, da passiert doch nichts, oder? Doch, dein Dingelschlong. Also wir müssen Gleitgel-Kills machen, ja, das hast du richtig erkannt. Guck mal, 3 Perks trinken, 8-mal buddeln und 3 Multikill-Zombies. Aber man hat nur 8 Minuten Zeit. Ach, ich kann eh keinen annehmen, weil ich bin. Ich mache jetzt hier einen für 9 Minuten. Ja, dann nimm mal deine Challenge mit. Habe ich mitgenommen. Okay. Challenge. Und dann würde ich sagen, gehen wir in den Transporter und ab geht's, oder? Alter, wohin? Ich fliege davon. Agent Fly. Ey, wie geil. Mit einer Animation und allem. What? Was? Alter, Evacuation? Die Berkeley Lane wurde evakuiert? Was ist hier los in der alten Berkeley Lane? Da habe ich übrigens seine Mutter mal rangenommen, ne? Ja, hier war das große Berkeley-Fest. Okay, 3 Perks trinken, ne? Jugging. Hast du auch die Challenge da oben stehen oder hab nur ich das? Du hast nur eine Challenge. Ich hatte kein Geld für Challenges. Ach so, ich dachte, die werden vielleicht irgendwie... Ja. Alter, die sind ja jetzt schon voll Alter, stark. Alter, die kommen hier aber richtig schön aus der Ecke. Ja klar, wir haben ja auch alles. Wir haben ja auch hier voll die Super Weapons. Super Meine Knarre hier ist richtig krass. One-Shot. Ihr habt eine Pistole. One-Schmutz in your face. Ja, das ist halt eine Profikarte. Was läuft denn hier für eine romantische Musik? Wir müssen hier raus, ne? Ja, wir müssen hier dringend raus. Aber es kostet 750... Ah, noch habe ich nicht genug. Nugonen. Nugonen. Die neue Währung, die man nur im Onkelkreis Sommercamp ausgeben kann. Nur da könnt ihr eure Nugonen ausgeben. Oh, hier ist ja oben. Ey, die Grafik ist irgendwie voll gut, finde ich. Ja, ne? So also gute, schöne Belichtung irgendwie, ne? Ja, irgendwie schon. Es hat irgendwie was Schönes. Die Bölke Lane. Alter, hier kommen sie aus dem Bölke Wald. Lane. Der Waldarbeiter Tom. Alter, er hat mich mit seinem Stumpf geschlagen. Alter, hier geht's weiter. Er hat mich mit seinem Stumpf geprügelt. Alter, hier geht's weiter, mein Freund. Hier hinten ist bei dem Polizeiauto. Hier geht's weiter. Boah, hier gibt's richtig viel zu shoppedudeln. Beim Polizeiauto gibt's auch hier was. Wo gibt's denn hier eine Schaufel? Weil ich muss ja auch Code aufschippen. Oh, das weiß ich nicht, du. 1500, hier komme ich nicht weiter. Meine Mission, Code schippen. Ey, hier ist Blut auf dem Sofa. Ich muss jetzt erstmal irgendwie... Oh, hier ist eine Schaufel drin. Guck mal, direkt der alten Frau die Schaufel gestohlen. Aber hier, wir brauchen Strom. Es ist hier nicht im Haus.
Wir müssen erstmal gucken. Ich weiß gar nicht, ist es hier der normale. Die Challenge kriege ich niemals hin und dafür hacken sie mir meinen Schlong hier ab, ne? Ja, musst du auf jeden Fall ein Stück davon abgeben. Ein Stück Salami. Habe ich denn hier? Was habe ich da eingesammelt? Ich habe irgendwie ein Tempo oder sowas eingesammelt. Was war das? Ah ja, hier ist Scrap. Ich hab Schrott eingesammelt. Alter, wofür braucht man denn Scrap, man. Okay, Max Ammo ist ganz gut. Alter, meine Knarre ist eigentlich ganz erotisch. Ich kaufe mir die hier. So, jetzt habe ich wenigstens schon mal was Vernünftiges zu schießen. Ach, guck mal, hier kommen sie. Wo? Guck mal, das was machen wir als erstes weg hier? Das Polizeiauto? Gehen wir weiter Richtung Busch? Oder... Weil hier sind noch mehr Trümmer, wo der Wagen ist. Da kommst du irgendwie in das Nachbarhaus. Ach komm, ich gönn. Alles fliegt davon. Ich gönn. Das Gönnerhaus. Oh, hier ist eine gute Waffe, glaube ich. Eine Bitzen. Alter, hier oben kannst du Biggie Smalls beschwören. Echt jetzt? Ja. Dem Smalls sein. Das ist okay, nämlich hier ist Smalls seine Hütte. Verschlossene Keller. Smalls Town. Wir sind hier gerade in Smalls Town. Oh oh. Oh, 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 oh. Ah, rette ich mal wieder Leben. Alter. Und wir brauchen Strom. Eigentlich erstmal nur Strom. Ja gut, den wird es hier erstmal so nicht geben, ne? Hier ist ein Speedo Coke. Was kostet das Ding hier? 1500? Nee, dann... Alter, hier ist ein Bunker. Ja, ja, aber der ist zu. Biggie's Bunker. Draußen sind hier die Ölpfützen, da liegt Schrott. Insta. Alter, mit den Fäusten. Alter. Ziehst du hier rein? Zombie-Faust. Die Zombie-Faust des Todes. Ich glaube, der Polizeiwagen, der muss als nächstes weg. Polizei. Was haben wir hier? Kann man den auch wegmachen? Ich mach mal einen Baum. Mach mal den Baum. Okay, hier drüben ist wieder eine Knarre. Es gibt extrem viele geil. Oh, Alter, hier. Alter, das ist doch Onkelkreis, sein Sommercamp. Das Sommercamp, ja, hier ist es doch. Siehst du, guck, die alten verfletterten Zelte. Open from the other side. Okay. Ja, aber shoppe mal auf. Geht es auf? Oi, 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 ja. Wie viel warte, warte, oh. Ich bin so viel Scrap. Scrap-Papier. 1000 Mark hier. Warum ist also hier noch funktioniert meine Waffe sehr gut. Hier kann man buddeln, glaube ich, oder? Hier ist auf jeden Fall. Ja, aber die Schaufel, dafür brauche ich ja Strom. Oh Mann, wir haben nur noch 4 Minuten 40. Beziehungsweise ich habe nur noch 4 Minuten 40. Strom ist an. Echt? Ja. Oh, dann hole ich mir aber die Schaufel von der alten Gerte. Oh, jetzt habe ich ein Was Problem. So. Ich habe keine Muni mehr. Ich auch nicht. Und ich habe nur noch 870 Schaden. Jetzt kann ich ihn auf E werfen. Was ist das hier? Oh, eine Flash. Oh, die gehen alle in Deckung. Wie krass ist das denn? Was? Okay, das will ich auch mal machen. Kriegt man da? Ich fühle mich gerade irgendwie gut. Mit Ducken hier, wer hat Angst vor dem Schwarzen? Ducken, Mann. Dirken. Ich habe die Schaufel. Darf man das heute eigentlich noch spielen, das Spiel? Ich meine, das wurde früher bei uns in der Schule immer gespielt, ne? Nee, das darfst du heute nicht mehr spielen. Die Zeiten sind vorbei. Ne, und wenn er kommt, dann laufen wir. Heute spielt man Wert Angst vom schwarzen Schlong. Das gibt's heutzutage, das spielen die Kids. Was kostet eigentlich hier Munition? Warte mal, ich brauche ein bisschen oh, was. Oh nein, die kosten alle zu viel. Ich kann mir hier nichts leisten. Ich brauch ein bisschen Geld. Ich hab einen Zombie, der eindeutig verkrüppelt ist. Die sind alle auch ziemlich aggressiv. Hab ich ihm gerade in die Schnauze geschlagen. Oh, 1-8, ihr wollt mich doch natzen. Oh, nice. Oh, nice. Oh, geil, Mann. Ey, aber das mit den Perks und so, da musst du die Karte kennen. Also der Auftrag, den kannst du vergessen. Das kriege ich nicht hin. Da muss man die Karte kennen. Wo der Strom ist und so, weißt du, da muss man straight drauf zushoppen. Guck mal, hier steht auf einmal Widow's Wine. Stand der schon immer hier? Ja, ja, die stand schon die ganze Zeit da. Okay, aber der hat nicht gedampft. Wahrscheinlich deswegen ist er mir nicht so aufgefallen. Dampf und Mampf? Was kann man wohl mit diesen komischen Fetzen machen? Hier mit dem Scrap. Boah, die Waffe ist nice. Alter, ich brauche einen kleinen Pappen. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Ich kann es ja mit einem Bunker öffnen. Ich habe auf jeden Fall was ausgepumpt. Oder hier das Sommerlager. Was? Das Sommerlager? Wo? Ja, hier drüben. Camp Kreis. Ich habe auch was gedickt. Hier kann man auch diggen. Ich muss mal ganz kurz hier... Oh nein, ich bin down. Was? Wieso? Weil ich geburgelt wurde von hinten. Du hast Flashbangs, nutz die. Ich weiß gar nicht, ob ich noch welche habe. E. Hinter dir ist noch einer. Hinter dir... Nein!
Schieß dir doch. Oh. Ich kann doch nicht. Ah, oh, Gott. Okay, da müssen wir nochmal reindippen, ey. Da müssen wir jetzt nochmal reindippen. Alter, okay. Das ist krass, Alter. Das ist richtig übel. Aber ich habe den anderen Ausgang gar nicht gesehen. Woran bist du denn jetzt schon wieder gestorben? Ja, keine Ahnung. Da Gier wahrscheinlich. Nein, ich wurde gebürgelt. Wenn ich jetzt sein Video gucke, da liegt wahrscheinlich irgendwo was rum, was er sich schnell holen wollte. Nein, ich wurde einfach gebürgelt. Das passiert den Besten. Ich hatte nur Fäuste. Das ist der Grundsatz des Zombie-Modus. Mann, 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 Kinder, dieser Kreis, ne? Der ist richtig süchtig. Der hat gesagt, er braucht noch ein paar Kids für sein Sommercamp, ist wichtig. Er hat eine große Ladung Sneaker, die verarbeitet werden müssen. Das wäre eine neue Aktivität, Nudelbilder und Sneaker machen. Also bei dir geht's richtig runter in dem Camp, ne? Ja, sicher, klar. Schnürsenkel senkeln sich nicht von selbst. Schnürsenkel stricken. Im großen Sommerlager bei Kreis. Wer macht alles mit? Das große Sommersemilager. Also du würdest dich selbst dort einschreiben, ne? Pff, klar. Hallo? Und wie heißt der eine? Erasmo Long Dingeldongel? Ja, der gute alte Erasmo. Ist der, der Freund aller Kinder. Und mit dem würdest du auch spielen, wenn du ein Kind wärst. Klar. Findest du gut, Erasmo? Ja, sicher. Guck mal, genau das meine ich. Genau das meine ich. Wie genau das meine ich? Weißt du, ich brauche hier Geld. Er hat Kohle ohne Ende. Genug Kohle ohne Ende? Hast du auf jeden Fall genug. Verdienen mir hier hart meine Mücken. Genau das meine ich. Genau das meine ich. Weißt du, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Ja, jetzt kommt mit irgendwelchen Bibelzitaten. Der kommt aus alten Jahrhunderten. Den haben die Menschen damals schon gesagt. Damit die Leute sich untereinander nicht gegenseitig... Weißt du, ich versuche mir hier auf ehrliche Art und Weise... Ich habe Auftrag und ich muss Zombies headshotten. Das ist meiner hier vorne. Den habe ich jetzt schon schön weich... Meiner hier. Alter! Ohne Kack, du bist echt so unverschämt. Du hast doch Geld, Alter. Du hast doch Geld. Bist so ein schmieriger Unverschämter. Ja, nur weil ich Geld habe, heißt ja nicht, dass ich irgendwie jetzt Almosen verteilen muss, oder? Ja, doch. Ja, doch. Mit deiner komischen Gutmensch-Weltpolitik, die du aber nur zu deinem Vorteil auslegst. Ich muss halt hier meine Zombies erledigen. Ja, ich muss auch. Ja, dann mach es doch einfach. Mit der Butterfaust. Rumboxen da. Da gibt es ein Achievement. Butterfaustmann. Erasmo, das Gute daran ist das Gute darin. Hey. Und da hinten ist irgendwie so ein Sex-Room, ne? Ja, ich weiß auch nicht. Hier so eine Bondage-Kammer, ey. Kommen wir irgendwie in die Bondage-Kammer? Ich weiß nicht. In die Villa Bondage? Muss ich die Quests nacheinander machen? Wo steht der denn hier? Irgendwo steht Keine der Ahnung. Doch. Ich höre den. Ach, da. Also, ich höre nix. Jetzt ist er auch dood. Ach so, hier ist ich hab noch gut Muni. Ich hab noch gut Muni. Eben gerade ist irgendwas bei mir irgendwo umgefallen. Klang zumindest so. Klang zumindest so. Als wäre hier irgendwas umgefallen. Ich hoffe nichts Wichtiges. Klang sehr merkwürdig. Gerade mal gucken gewesen. So, hier habe ich ein bisschen Scrappedoodle. Au, 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 au. Heißt, was machst du denn da? Der wollte mich scrappen. Mal hier, zack. Ja, die wollte ich gerade einsammeln, dabei wurde ich fast erlegt. Gehopst. Ja. Also erstmal brauchen wir Geld, oder? Wow, Alter, auf einmal aus dem Nichts der Gärtner. Ja, nimm der die, oder? Nimm die, so, bring Geld. Es gibt ja diese alte Regel, der mit den meisten Schmeckerlon, ne? Ach ja. Weißt du, das Witzige ist, ich habe überhaupt nicht so rumgedötelt, weißt du, und hier auf Faustschläge gemacht und so und hatte trotzdem mehr Kohle. Ja, ich habe ja auch mehr ausgegeben. Das ist irgendwie faszinierend. Nee, überhaupt nicht. Klar, ich habe doch schon eins aufgekauft. Oha, für 750. Na ja. Die habe ich jetzt immer noch, also hätte ich beides holen können bei der Menge. Was ist das hier gerade, so ein Schwanzvergleich? Nee, einfach nur das Darstellen von... dass es völlig unnötig ist, da irgendwie Leute am Fenster wegzumessern eine halbe Stunde, weil es einfach nichts bringt. Erstens habe ich nicht gemessert, sondern weich geklopft mit den bloßen Fäusten. Und zweitens ist das extrem männlich. Ja, das ist schön. Das ist mir aber egal. Darauf stehen die Ladies, wenn ich sagen kann, hey, guck mal hier. Das ist den Ladies egal. Nein, die stehen auf Teenage-Girls vielleicht. Klopfer. Ja, bei richtigen Ladies ist es völlig egal. Glaub mir, auch richtige Ladies sagen, oh... Du starker Mann. Guck mal, ich habe hier einen Schlüssel gefunden. Ja, der liegt immer da anscheinend. Kommen da jetzt neue? Ich brauche neue Zombies. Kommen da jetzt neue oder nicht?
Soll ich dann den Bunker holen? Oder muss man hier oben nicht noch irgendwas... Gibt's hier noch was Wichtiges beim Sommercamp? Boah, weiß ich gar nicht, ob das Sommercamp jetzt noch so... Camp Amadillo? Guck mal, hier, zack, kauft er die nächste Ecke auf. Da heißt es immer, ja, ne, ihr könnt ja nicht. Ich habe Aufträge zu erfüllen. Ja, aber die kriegt man doch eh nicht hin. Klar, wieso denn nicht? Weil die voll heftig sind. Achtung, hinter dir. Ja, dafür kann ich aber nix. Warte, ich hol mir hier so ein schneller Wiederbeleben. Wieder gibt's an. Oh, jetzt wird's unangenehm. Du, sag mal, zählen die Headshot-Kills auch, wenn ich hier liege? Oh nein, ich... Keine Muni und bin hier eingeengt. Was ist... Oh nee, ich bin auch weg. Nee, keine Chance. Waffen kaufen, Waffen kaufen! Deine komische Popelpistole da. Hat er eine Waffe? Warte, lass noch eine Runde. Ich will einmal den Packer-Punch machen. Er will den Packer-Punch. Warum soll ich jetzt in diesen komischen alten schwarzen Van einsteigen? Steig in den Van. Warum? Komm, einmal ich will aber noch. Nicht ins Sommerferienlager. Aber da will ich nicht rein. Das ist der gute Bridgeport-Van, der fertig ins Sommercamp. Ich will keine Schnürsenkel herstellen, okay? Macaroni-Bilder und Sneaker, finde ich, ist kein wirklich guter Kurs für kleine Kinder. Also ich werde dieses Sommerlager definitiv hinterfragen und boykottieren lassen. Ja, hinterfragen es geht zu weit. Kann man nein, da viel, ne? Es geht zu weit. Ja, du gehst zu weit. Das so, ist ein Arbeitslager, ein nordkoreanisches, und kein Sommerlager. Das ist nicht mein Nordkorea. Ja, aber du hast irgendwie es hinbekommen, dass nordkoreanische Gesetze bei dir gelten. Das ist in Hort Boldea, das ist ein ganz anderer Ort. Und wie viele Kinder sind da jetzt gerade und wie viele sterben? Noch nie ist eins gestorben. Nö, ja, weil... Wurden alle von ihren Eltern abgeholt. Ja, ja. Totengräbereltern. Hm. Ja, weil was die Eltern beruflich machen, geht mich ja nichts an. Der Vater tot. Nur weil der Gevatter heißt, ist noch lang kein Elternteil. Ich habe keine Muni. What? Ich kauf dir eine Knarre, hast du genug Geld? Wo ist denn eine Knarre? Da, am Bus, am LKW. Am LKW-Bus? Oh, das ist, glaube ich, sogar eine ganz nette. Eine Scorpio. So eine kleine Uzi-mäßig, ne? Ja, die ist gut. Die gefällt mir. So Uzis finde ich irgendwie immer geil. In COD. Ja, die spreckeln. Also schön halt. Headshotten auch, finde ich. Die spreckeln halt schön, ne? Jeder will mal ein bisschen Spreckel haben. Scorpion! Wie ging das nochmal bei den Simpsons? Scorpion! Lalalala. Jetzt geh doch mal woanders hin. Du hast doch ja, genug. Gut, geh ich hier. Das ist meiner jetzt. Bitte nicht anfassen. Den habe ich nämlich gerade schön bearbeitet. Mit Alter, La Muncho. Ey, mit der Pistole kriegst du gar nichts kaputt. Das ist ja wohl die Waffen sind hier in dem Spiel oder in der Map nicht so sonderlich stark. Nee, irgendwie nicht. Double Points wäre jetzt geil. Wäre richtig gut. Oder Munition, weil die hat voll wenig. Meine Muni geht hier sehr schnell leer. Der schlägt mich immer mit seinem Stumpf. Stumpfmann. Ist ein bisschen stumpi, aber kein Hobbit. Benjamin Stümpfchen. Benjamin Stümpfchen. Ach, die kostet 1,250, Mist. Jetzt so kurz geraten, Elefant. Achso, durchs Nachbarhaus müssen wir dann wegen dem Ding, ne? Ja, okay. Ja, hier ist der Bunker Door. Ja, und die Bunker... Valucha Bunker. Die andere Valucha Bunker Door, damit du wieder rauskommst, die ist da hinten im Wald. Irgendwann kommt man da bestimmt wieder raus. Ich glaube, ich hab ein Scrap-Ding gefunden erst. Insta. Oh, das ist gut. Du kannst boxen. Oder auf einmal habe ich ein Messer in der Hand. Wie ist das denn hier? Ein Messer. Ja, wenn du. Ja, hat er sich im Sommercamp machst? Aus Nudeln gebastelt. Aus Nudlis. Mama, machst du mir Nudlis? Geh mir nicht auf die Nerven, Luke. Und deine Haare müffeln nach Käse. Ach, wir haben die Schaufel noch nicht, ne? Ja, also. ich geh hin und du machst Strom. Dann haben wir beide Schaufel. Doppelschäufchen. Uiuiuiuiuiui. So, hast eine Schaufel. Kannst buddeln. Ja, kannst buddeln, kannst hier buddeln. Oh, hier ist noch... Boah, ich hab so wenig Moon. Jetzt war der Schlüssel aber mal woanders, hä? Random. Au, oh, au, oh, au. Oh. Nicht sterben, nicht sterben. Ich glaube, ich sollte mir schneller Wiederbeleben holen. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir brauchen das. Vielleicht solltest du dir auch schneller Wiederbeleben holen. Ja, ich muss. Ich habe jetzt schon Le Bunker Door ist offen. Le Bunker Door Matador. Le Bunker Door. Muss mir noch, da liegt Kram. Oh, zweimal Punkte. Warte. Noch nicht die Nuke. Ich nehme die dann, wenn es Zeit ist zum Nuken. Aber im Moment brauchen wir die Zombies. Vorsicht!
guck mal hier. Ah, nee, lass lieber. Okay, warte, jetzt. Geht noch doppelt. Doppelt Geld. Doppelschmalz. Geh mal direkt runter, oder? Hast du dir ein schneller Wiederbeleben? Würde ich mir holen, ohne Kack. Okay. Wenn hier wieder einer down geht, das ist ja, sehr, sehr das wichtig. Das ist in der Map echt ein ganz praktischer. Wow! Runtergefallen. Meine Nase blutet. Boah, die hat ja mal einen Sound, die Knarre. Das ist, wie so eine Nagelpistole. Aua. Ich seh nix. Boah, die kommen hier überall aus dem Boden gedonnert. Das ist kacke, wenn die Bodenspawns haben. Ja, wir müssen einen am Leben lassen. Achtung. Hier mal geflasht. Die Flash ist echt eigentlich ganz cool. Hier ist ein Nuke, aber noch nicht einsammeln. Hol erst den Wealth am besten. Den ich habe keine Moon mehr. Moon-Saale. Ja, wir dürfen den Nuke nicht einsammeln, weil wir das Tor noch machen müssen. Das können wir doch dann noch direkt. Wo ist das Tor? Du hast den Wealth schon eingesammelt. Da habe ich den schon? Weiß ich nicht. Ich frage. Nee, habe ich nicht. Den muss man hier ausbuddeln. Ich kann nur nix, nach Häufchen. Ich kann nichts machen. Hier. Nee, es sind Granaten. Nicht gut. Doppelgranate. Und die sind beide tot, oder? Shit. Hol dir hier die Bandwaffe. Hier kannst du ja hoch. Die habe ich auch gerade. Die ist eigentlich ganz nett. Hier, wie kann man hoch? Springen, oder was? Ich habe den Wealth. Ah, okay. So, muss eine Muni holen. Alter, 750 Gelga Max. Hätte ich mir auch den Badger kaufen können. Ja, aber ich finde die geil hier. Die hat so einen geilen Sound. 1,57. Wir müssen uns zum Nogger durcharbeiten. All I want is Nog. Alter, der Sound der Waffe. Alte Blechtrommel hier. Das ist, glaube ich, Insta und Muni. Ja, hier ist schon mal das Ding. Ich habe einen Wealth gedreht. Oh. Schieß sie mal weg. Ich kann die alle wegschießen. Das ist nämlich Muni. So. Lass mal einen am Leben. Oder war das der letzte? Das war der letzte. Shit. Das war der letzte. Boah, was für eine Bude, ey. Oh, geil, hier ist ein Schnugi. Schnug, Schnug. Noch einer. Der Wealthman, Alter. Er kennt sich aus. Der Wealthboy. Am Ende kriegt er wieder einen Hammer in die Nase. Am Ende wird er wieder Ham-Ham-Mann. Der Ham-Ham-Mann. Ich hab hier mal was freigekauft, Mr. Shopman. Hast du einen Nogger schon? Nee. Woher denn? Was soll ich den denn schon herhaben? Keine Ahnung, da drüben war ein Automat. Ja, wo soll man so viel Geld herkriegen? Hab so viel Geld. Ja. Man nannte mich den Silberlöffelmann. Nicht sterben, nicht sterben. Achtung! Ich sterbe. Oh. Granaten extra für dich geworfen. Ich bin aber immer noch im roten Märchenland. Große Welle. Hier zu zweit ist, glaube ich, nicht so gut. Einen am Leben lassen, Boy. Ja, ja, da hinten liegt ein Instore. So. Whams. Was habe ich da eingesammelt? Double Points. Okay, ich habe einen Zombie hier noch. Hier ist auch noch einer. Au. What? Alter, nein. Och, ein Messer. Kaboomt. Messer kaboom. Messer kaboom. Wo wollen wir jetzt hin eigentlich? Keine Ahnung, ich brauch eine Waffe. Ich brauch Muni. Was kommt jetzt? Irgendwie so ein Sound. Piu. Nicht gut. Aber ich hol mir hier ganz schön Muni für meine Nagelpritsche. Wir müssen Punch frei wheelen. Hier, dann such mal die Wheels. Ja, wo ist denn das Hauptwheel? Wir hatten gar kein Max-Ammo, oder? Nee, hatten wir nicht. Shit, okay, warte, dann hole ich mir eine neue Knarre da hinten. Geh mal hier rein. Was geht hier so ab?
Alter. Boah, da kommen sie. Ich glaube, hier kann man mit ein bisschen... Obwohl, Alter, schwer. Boah, ich habe noch nicht so wirklich gute Kite-Zones gefunden. Deine ist ganz nett, wo du gerade bist. Oh, nice, nice, nice. Das schmeckt, ey. Das ist gut. Das ist gut. Lass einen am Leben. Bei mir leben hier noch zwei jetzt gerade. Lass da einen am Leben. Jetzt muss niemanden. Nee. Ich muss halt nur mal schauen, ob hier noch Röllchen versteckt sind. Meinst du, hier könnte noch ein Röllchen sein? Wo bist denn du jetzt? Ich bin hier hinten in der Ecke. Ach so, okay. Röllchen? Ja, Röllchen. Hier, du weißt schon, hier zum Drehen, Wealth-mäßig. Wealth, oben vielleicht irgendwo. Aber hier geht's noch hoch. Alter, was haben wir denn hier? Crusader's Ale? Was ist denn Crusader's Ale? Oh, das weiß ich auch nicht. Das... Hier ist was, hier ist ein Drehding. Hab ich gedreht? Wie sieht das aus? Keine Ahnung, jetzt ist überall Licht an. Oi, ganz hier oben. Ja, hier ist so ein komischer Automat, so eine komische Maschine. Die bauen hier irgendwas. Die bauen hier was? Alter, hier ist eine Bunkertür. Ja, die können wir von, ja auch irgendwie... von innen aufmachen, die Bunkertür, glaube ich. Nee, da geht gar nichts. Warte, hier geht's ja noch weiter hoch. Alter, was ist das denn hier für eine Waffe? 3000 kostet die. M27 IAR. Ah, hier geht's, glaube ich. Nee. Doch, beseitige die Trümmer, 2,5. Hier geht's wieder raus. Ich habe hier auch noch ein Dings gedreht. Muss man denn da eine richtige Reihenfolge machen? Nee, glaube ich nicht. Ob schon, und warum? Dann... Warum steht hier noch ein Quick Revive? Guck mal, die haben ja hier so eine Spur. Warte mal, hier geht's. Hier ist wieder eins. Kann man das drehen? Also, ich habe jetzt auch eins gedreht wieder. Hä? Doch, da muss es irgendeine Logik dahinter geben, weil jetzt habe ich eins gedreht und es hat sich verändert, sodass das andere deaktiviert wurde. Da muss es irgendeine Logik dahinter geben. Ich weiß nicht, ich muss Zombies kiten. Soll ich ihn mal kalten und du guckst es dir besser an? Ups. Weil hier, guck, das habe ich gedreht. Hier. Das hier. Ja, okay, aber wenn das einmal gedreht ist... Und oben ist auch noch eins. Ja, aber wenn du es einmal drehst, kannst du wieder drehen? Ja, guck, du kannst wieder drehen, es verändert sich der Strom. Okay, der Zombie kommt mit mir. Also oben habe ich einmal gedreht. Frage ist halt, wo muss der Fluss hin? Weil hier oben ist jetzt kein Fluss mehr. Habe ich nochmal gedreht und jetzt hat's geruckelt. Haben wir gemacht? Weiß ich nicht. Dadurch, dass du jetzt einfach alles gedreht hast, weiß ich jetzt nicht mehr genau, was die Reihenfolge die richtige ist. Hm. Irgendwas ist eben gerade passiert. Guck mal, die Zombies, die rennen hier irgendwie durch die Gegend. Ja. Sei vorsichtig. Die sind hier bei mir. Was denn hier für ein Raum? Ja, hier unten ist nochmal ein Quickie. Okay, warte, hier läuft etwas. Es geht nach oben. Hä, wo ist nochmal der Pack-a-Punch? Hier drüben. Boah, Alter, hier drehen? Was ist das hier für ein Komplex, ne? Ist ein Riesenkomplex, ja. Das ist der Wahnsinn, das Ding. Warte mal, hier kann ich wieder drehen. Aber hier leuchtet nichts. Unten leuchtet es nirgendwo. Muss ja leider leuchten, ne? Ja. Hm. Ja, wie gesagt, jetzt ist eh irgendwie das alles kann man verdreht. Nicht drehen. Jetzt, keine Ahnung. Warte mal. Also man muss es so drehen, dass es unten leuchtet. Man sieht ja hier die Spur. Ja, ich habe jetzt hier auch nochmal was gedreht, aber keine Ahnung. Das wäre jetzt eigentlich der nächste dann gewesen. Aber ich weiß halt jetzt nicht, wo du schon gedreht hast und wie du gedreht hast. Und ja, warte mal. Hey. Ah, dann kann man hier nochmal drehen. Verstehe. Wir müssen den Fluss hier lenken. Warte mal, jetzt verstehe ich, dass das kommt hier und das kommt irgendwie hier hinten. Ah, und wahrscheinlich...
Hier kannst du was aufsprengen. Guck mal, das muss hier durch. Hier ist also ein Ventil. Dann ist hier oben eins. Ja gut, aber jetzt kommt ja hier nichts an. Jetzt ist die Frage, ja, jetzt die Frage, wo ist das hier? Hier scheitert's. Hier. Irgendwo hier muss noch was sein. Hier, da ist es. Moment, jetzt müsste was kommen. Okay, ja, da ist was jetzt. Aber das geht jetzt hier nicht weiter. Moment, hier kann man auch nochmal drehen. Jetzt geht's nach unten. Nimm mal du den Zombie. Hast du einen Zombie? Jetzt geht's nach oben. Achtung, hier sind zwei Zombies, ja. Jetzt drehe ich nochmal hier gleich. Jetzt geht's nach da. What? Oh, Alter, du bist voll weggeflogen und du brennst. Ich brenne. Junge. Wow. Holy moly. Du sollst nicht mit Gas spielen. Ja, jetzt müssen wir es abdrehen. Ja, und jetzt abdrehen. Ey, wie cool aber, oder? Diese Mechanik dahinter. Das ist warte, cool. Ich komm nicht ran, weil Zombie sagt nein. Zombie sagt... Mann, tot, ey. Jetzt der andere... Renn einfach mit dem weg, dann hätte ich auch zudrehen können. Er hat aber Blut geleckt. Okay, hier kann man nicht drehen. Ja gut, kann man da nicht einfach durchlatschen jetzt? Aber jetzt ist vielleicht gerade schlecht. Ja, man kann einfach durchlatschen. Da hinten ist ein Pappen. Pappenheimer. Ja, siehst du, guck, wenigstens hier den Backerpunsch. Ich weiß nicht, hat die noch ein Mini-Easter Egg oder sowas? Nee, die ist ja noch nicht fertig. Das ist ja erst Early Access. Jetzt heißt einfach nur Stay Alive. Na, ich würde gerne mal punchen, weil ich gerne wissen würde, wie geil die gepunchten Waffen sind, weißt du? Oh, ich muss mir Muni holen. Gibt's hier irgendwo eine Wandwaffe hier drüben? Die nehme ich. Ja, die habe ich auch genommen, die ist ganz gut. Der Mann von Lamunchu. Achtung, Lamunchus Männer! Oh, hier zu zweit ist unangenehm. Jetzt hast du ja 2,5. Jetzt kannst du den Weg nach oben wieder aufkaufen. Ja, und dann? Was habe ich dann davon? Jetzt komm, dann kommen wir wieder raus. Ja, und wieder aber raus. Du könntest dann punchen. Das wäre total gut für dich, ne? Wenn du dann eine stärkere Waffe hättest. Allen irgendwas. Ja, du kannst doch auch. Guck mal, du hast doch 2,8. Geh doch auch aufkaufen. Ja, jetzt habe ich 2,8. Hab ich ja erst jetzt verdient. Also du bist ja voll der arggönnische Mensch. Nee, überhaupt nicht. Doch, Alter. Es geht nur darum, dass du sagst, ja, oh, du kannst ja oben aufkaufen, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Warum? Wir müssen doch überhaupt nicht hoch. Ja, weil ich da einfach eine bessere Kitezone mal habe. Hier unten zu zweit finde ich voll unangenehm. Also bis jetzt leben wir doch noch. Schnell ja, aber hier ist direkt der Packer Punch. Kann überhaupt nichts passieren. Was sagst du? Oh, ich habe noch 22 Schuss. Ist auch hier direkt die Wandwaffe noch da. Kannst direkt Munition kaufen. Also besser kannst du nicht mehr laufen. Was meint, für 20 kann ich irgendwas machen? Zombie-Shield. Ja, den Blueprint habe ich da gerade hingelegt. Keine Ahnung, ob das jetzt so Sinn ergibt. Er dreht sich einfach um hier. Sagt er so, Vorsicht, andere Seite. Boah. Immer laufen, dann immer an die laufen. Nase. Achtung, ich habe geflasht. Und plötzlich hinter mir noch irgendwie eine Menge los. Ja, weil hier halt auch wieder Spawn von allen Seiten ist, ne? Ja, ich finde die Stelle hier irgendwie unangenehm. Ja, aber du hast relativ gut Platz in alle Richtungen auszuweichen. Warum kniet denn der hier so komisch rum? Vielleicht noch irgendwo eine kleine Kitezone? Mit Zombie-Schild ist es, glaube ich, angenehmer hier. Ich glaube, sonst werde ich mir gleich mal zusammen basteln. Aber hast du da Money dafür? Nee. Aber soll ich hier die Pistole mal punchen? Ach komm, drauf geschissen. Die RB1 vielleicht richtig krass gepuncht. Aber weißt du, was man hier braucht? Warum dauert das Bauen so lange? Ausdauer. Okay, aber den Schild. Alter, wie jetzt? Du hast. What? Was du hast denn? Mein Scrap ausgegeben. Nein. Ich habe keinen Scrap mehr. Echt? Ist das allgemein dann okay? Anscheinend. Boah, sehen die Waffen episch aus. Aber jetzt haben wir ein Schild.
Kann ich das auch nehmen oder kriegt das nur einer? Ich denke schon, wenn der Scrap geteilt wird, wird wahrscheinlich auch der Money geteilt. Geh doch die Treppen hoch, einen Meter weiter, Junge. Ich wollte gucken, ob das geht, das mein Güte. Doch nicht. Also Kreis hat irgendwie in letzter Zeit seine Tage. Nee, Alter, aber wie unlogisch ist das so? Ich hab voll Angst, dass die Zombies mich töten und ich stehe vor einer Wand und hüpfe. Das sind doch gar keine Zombies. Ich brauche unbedingt einen Stamina. Der war oben, das weiß ich. Alter, hier ist man ja voll langsam. Das ist allgemein ziemlich langsam. Ja, liebe Kinder, einmal im Monat blutet Kreis Bagaga. Warum ist das denn hier so? Was ist eigentlich das hier? Was bringt der hier? Achso, Who ist das? Okay. Ja, dann weiter, oder? Oder? Macht Dote. Na gut, jetzt haben wir eh gepuncht. Also viele Leben können wir jetzt wahrscheinlich eh nicht mehr, ne? Hä, wieso ist der explodiert? Keine Ahnung, vielleicht weil er gebrannt hat. Ach du Kacke, okay. Ach so, verstehe. Ah, dann laufen die da durch, brennen und dann... ja, okay. Ja, ich würde mir jetzt eigentlich ganz gerne noch so ein Stamina-Up und so ein wieder... so ein schnelles Ding holen. Wie das mit dem Schild aussieht. Ja, ich habe irgend so ein Gemüseschild. Wir sind hier im Sawyer-Gate. Das ist von Tom Sawyer? Im Sawyer-Gate. Im Soja-Gate, das Soja-Gate, Alter. Okay, meine Startwaffe hier hat halt voll wenig Muni, aber sie rotzt gut durch. Die Startwaffe, ey, hier liegen so viele gute Waffen rum. Ich wollte hier halt mal punchen. Lass mich doch mal spielen, wie ich will, meine Güte. Da gibt's überhaupt nichts Logisches hinter. Natürlich, man guckt, ob die Waffe, dann, die man vorhin, am Start bekommt, dann vielleicht stark wird. Dann hätten wir hier rumgelegen wieder. Und dann, oh, keine Ahnung, wie das wieder passiert ist. Ja, vielleicht, weil du immer noch mit einer Waffe von 1903 spielst. Ey, die Waffe ist ziemlich gut. Naja, ziemlich. Aber so drei Schüsse, hättest du die für 750 am Anfang gekauft, die wäre jetzt noch Insta. Die war immer noch Insta. Mit einem Headshot. Ja, aber da schießt ja keiner hin. War's natürlich. Ja gut, aber rein theoretisch könnten wir jetzt hier ewig überleben. Rein, ja, ewig? Wer was? Weiß. Oh, ach so, auf E ist Flash und normale Granate ist... Okay, verstehe. Ich verstehe. Mal hier, letzter Wand, glaube ich, oder? Easy Popeasy, ja. Ich mach Muni, Chef. Muni? Was hast du hier? Die Maverick gepuncht. Ja, ja. Kostet Punch-Muni 4500, oder? Wahrscheinlich, oder? Keine Ahnung. Nee, gibt's auch noch eine Waffe? 1200! Alter! Warum Alter. Ist das so teuer? Keine Ahnung. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte eigentlich hier easy survival für alle Zeiten. Nee, das ist Profikarte. Profikarte? Da kannst du nicht easy survival, das geht nicht. Kann das Schild irgendwas krasses oder ist es einfach nur ein Schild? Ich glaube, es ist einfach nur ein Schild, oder? Eigentlich könnte man die auch ganz gut splitten, indem man einfach nur auf einer Seite hier bleibt. Guck mal, man kriegt da einen ganz guten Train hin. Wenn die da auf einer Seite bleibt und nicht da und von A nach B rennt. Kann die hier schön mitnehmen in die Schlaufe. Schön in die gut, eigentlich theoretisch. Auch ja, aber Muni. Dann hast du, wenn hier so ein enger Durchgang... Ich hab keine Muni. Wow, Alter. Warum, was explodiert hier? Shit. Okay, ich steck fest. Ja, man steckt fest. Ich steck fest, warum? Warum steck ich fest? Und das war's. Alter. Okay. Ja gut, die Karte ist, ja... Also sie könnte schon was Fettes werden. Wenn sie, aber ja, sie hat leider irgendwie noch kein Easter Egg. Nur den aber sie hat halt noch kein Easter Egg. Die nächste Karte, die suche ich aus und die wird bunt. Die nächste Karte bunt. Wird bunt. Da ist was für Kinder dabei, zum Naschen, zum Schlecken. Also all die Dinge, die eigentlich so ein Onkel Kreis euch verkaufen will. In der nächsten Karte. Der wird genascht, geschleckt und gefeiert. Bis zum nächsten Mal. Bewertung reindrücken. Wiedersehen. Und tschüss. Wiedersehen.